Hallo, schön, dass du das Video angeklickt hast. Willkommen zum Orakelspiel. Ich erkläre kurz, worum es geht und dann geht's auch direkt los. Ich lasse hier bei FIFA zwei legendäre KIs gegeneinander spielen oder bei PES auf dem Schwierigkeits-Superstar im Co-Trainer-Modus. Sprich, ich spiele niemals selber. Das Ganze wird von der CPU bestimmt und natürlich kann ich dann auch für den Ausgang des Spiels nichts. Also, wenn deine Mannschaft verliert, ich kann nichts dafür, ich hab's nur kommentiert. Leute, ich möchte euch bitten, nicht auf diese Ergebnisse irgendwelche Wetten abzuschließen. Es ist rein für die Unterhaltung. Es ist als Unterhaltungsvideo gedacht, um euch eine Vorfreude auf die EM zu machen. Bitte wettet nicht auf diese Ergebnisse. Es soll einfach nur Spaß machen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Orakelspiel. Hau rein! EM 2024, mehr Weltklasse geht nicht, mehr Spannung geht nicht. Liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu diesem Spiel. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden Sie an den Mikrofonen durch dieses heutige Spiel begleiten. Wir zeigen Ihnen heute das erste Gruppenspiel der EM 2024. Dürfte ein super Spiel werden, Buschi. Aus meiner Sicht ein sehr reizvolles Gruppenspiel. Beide können sich kaum einen Punktverlust leisten, müssen auf Sieg gehen und das werden sie auch machen. Das wird spannend. Theater. Jetzt der Ball bei Romelu Lukaku. Ball wird geblockt. So wird Belgien heute spielen. Der Torwart ist Mats Selz. Kevin De Bruyne steht mit Orel Mangala auf den zentralen Positionen. Und einziger Stürmer ist zu Spielbeginn Romelu Lukaku. Orel Mangala. Theater. Gut verteidigt. So wird sich die Ukraine heute aufstellen. Sie wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer. Doku. Onana. Theater. Der Ball ist bei den Belgiern. Lukaku. Da passt er auf. Wird Einwurf geben, kommt dann nicht mehr ran an diesen Pass. Konoplia. Stepanenko. Mikola Matvienko. Die Ukraine im Angriff. Taras Stepanenko. Abgeblockt. Onana. Theater. Carrasco. Orel Mangala. Und dann kommt doch nichts raus bei diesem Angriff. Dorfbeek. Da ist der Ball weg. Zieht einfach mal ab. Klasse gemacht. Stark geblockt. Onana. Orel Mangala. Theater. Sie stehen jetzt sehr tief. Ja, das ist natürlich dann auch nicht leicht, da die Lücken zu finden.
Vielleicht geht was über De Bruyne. Jérémy Doku. Ball erneut bei De Bruyne. Ballverlust. Alexander Zinchenko. Sie lauern da jetzt auf die Führung. Er ist frei, da kann was draus werden. Und da treffen sie das erste Tor heute. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Schauen wir mal, wie Belgien reagiert. Sie sind nun also im Rückstand. Jetzt die Belgier, sieht gut aus. De Bruyne. Vorwärtsbewegung jetzt, das sieht alles sehr überlegt aus. Da ist er mit dem Block zur Stelle. Dorfbeek. Könnte was werden. Gehalten, stark gemacht. Hier das Führungstor noch einmal in der Verlangsamung. Jetzt der Eckball. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Taras Stepanenko. Macht er ihn! Gehalten! Die Ecke kommt rein. Bekommt diesen Ball nicht mehr gedrückt. Doku. Jetzt Castagne. Lukaku jetzt. Castagne. Onana. De Bruyne am Ball. De Bruyne zieht vorbei. Gutes Tackling. Mudrik. Nikola Matvienko. Dorfbeek. Viktor Tsigankov. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Mangala. Yannick Carrasco. Zieht den Ball zurück. Klasse Anspiel. Ah, wichtiger Block. Der Pausenpfiff beendet also diese erste Spielhälfte. Die Mannschaften gehen in die Kabinen und gleich geht es hier weiter. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte.
Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Carrasco. Castagne. De Bruyne am Ball. Aurel Mangala. Angriff läuft über Carrasco. Dorfbeek. Jetzt haben sie durchaus Platz für den Konter. Mykolenko. Da kann er klären, gut aufgepasst. Da ist die Chance. Geblockt von Jan Vertonghen. Onana. Aurel Mangala. Doku. Da erobert er den Ball. Könnte der Ausgleich werden. Kevin De Bruyne. Stark gearbeitet. Alexander Zinchenko. Mudrik. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Jetzt der Ball bei Romelu Lukaku. Chance auf den Ausgleich. Das war eng, aber er hat ihn. Vielleicht die Konterchance. Viktor Tsigankov. Gute Aktion, da kommt der Ball. Taras Stepanenko. Mit viel Geduld bauen sie diesen Angriff auf. Das macht er sehr gut. Onana. Da ist die Balleroberung. Flanke kommt rein. Ball im Aus, gibt Ecke. Sie werden hier wechseln. Die nächste Ecke jetzt. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Carrasco. Da ist De Bruyne. Thielemans. Es geht mit dem Abschluss weiter. Wir sehen den Wechsel. Konoplia.
Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Mikola Matvienko. Dovbyk. Stepanenko. Taras Stepanenko. Viktor Tsigankov. Dudakov. Zug zum Tor jetzt. Erstmal wichtig, hier im Ballbesitz zu bleiben. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Mit dem knappen Rückstand der Belgier gehen wir hier dem Schlusspfiff in diesem Spiel entgegen. Ja, sie machen es spannend, aber so richtig zwingend ist das hier alles nicht. Ich kann das nicht verstehen. Eine Mannschaft von dieser Klasse, die müsste sich doch ganz anders gegen so eine Niederlage stemmen. Es fehlt doch nur dieses eine Tor. Da kommt der Steilpass. Da ist das Tor. Damit liegen sie jetzt kurz vor Schluss mit 2 Toren in Führung. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Es werden noch mal 2 Minuten draufgelegt. Onana. Doku. Schlusspfiff in dieser Partie. Das war's. Die Belgier konnten die Niederlage also nicht mehr abwenden. Bittere 2-Tore-Niederlage also. Das Ergebnis spricht für sich. Das kann man nicht schönreden. Und aus dieser Partie müssen sie lernen. Wir schauen in die Gesichter. Ja, das ist Enttäuschung pur. Aber heute haben sie nie wirklich ins Spiel gefunden. Heute waren sie schwach. Das muss ich so hart sagen. Das war gut, was er heute angeboten hat. Es gibt ja also am Ende den Sieg und die Leistung hat auch gestimmt. Da passte alles zusammen. Aus meiner Sicht wirklich Grund zur Zufriedenheit.